Hallo und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Wikingerfreunde, zu Kalchos, der Entdeckung Vinlands. Ja, passend zur dritten Mission der Hauptkampagne gehen wir in die 1,5 Stunden Aufnahmesession über. Hooray! Das heißt, es gibt nicht mehr nur 3 Folgen am Sonntag, sondern 6 Folgen über die Woche verteilt. Juhu! Also, dann wollen wir gleich mal einsteigen in die nächste Kampagnenmission. Nämlich Markland. Weit so weit das Auge reicht. Zum ersten Mal treffen die Wikinger hier auf fremdartige Rotgesichter. Juhu. Nachdem wir den Sonnensplitter erhalten hatten, beluden wir unser Schiff und setzten Kurs Richtung Süden. Odin schickte uns günstige Winde, sodass wir rasch vorankamen. Die felsige Küste wich allmählich zurück. Stattdessen spannte sich ein feiner, goldener Strand bis zum Horizont. Das Hinterland, welches sanft zum Meer abfiel, war inzwischen dicht mit Bäumen bewachsen. Großvater beschloss, hier an Land zu gehen, damit wir die Vorräte auffrischen konnten. Da das Land so reich an Bäumen war, gab er ihm den Namen Markland, was Waldland bedeutet. Die Männer zogen unser Knarr einige Meter auf den Strand, um es vor den Stürmen der See zu schützen. Doch bevor wir unsere Zelte aufschlugen, wurden 2 Späher losgeschickt, um die Gegend zu erkunden. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit kehrten sie beide zurück und berichteten voller Aufregung von ihren Entdeckungen. Thorfinn, den die Männer den Wanderer nannten, war ins Landesinnere, Richtung Nordwesten vorgedrungen. Dort war er nach kurzer Zeit auf eine Siedlung seltsamer Waldleute gestoßen. Menschen schienen es zu sein, aber ihre Gesichter waren grimmig, ihre Haut leuchtete rot und ihr schwarzes Haar war mit Rabenfedern geschmückt. Ihre Zelte bestanden aus kreisförmigen Pfählen, die oben spitz zusammenliefen und mit Tierhäuten umspannt waren. Sie schienen wild und kriegerisch zu sein, sodass sich Thorfinn im Unterholz verbergen und die Dämmerung abwarten musste, ehe er zum Schiff zurückkehren konnte. Mein Oheim Thorwald Eriksson dagegen hatte sich Richtung Süden gewandt. Dort war er auf ein Gebirge gestoßen, welches er an der Nordflanke in Richtung des Landesinneren umlief. Er kam an einem See entlang, in dem sich prächtige Fische tummelten. An den Westufern des Sees war schließlich auch er auf eine Siedlung dieser seltsamen Waldleute gestoßen. Da sie ihm einen friedlichen Eindruck machten, hatte es Thorwald gewagt, sich ihnen zu nähern. Das Erstaunen der Waldleute war groß, als sie den Wikinger erspähten. Unter großem Aufruhr wurde er zum Häuptling des Stammes geführt, der in einem prächtigen, kunstvoll bemalten Zelt wohnte. Als Thorwald im Inneren des Zeltes den Häuptling erblickte, glaubte er, von Thors Hammer getroffen zu werden. In seiner Hand hielt der Häuptling einen kostbar geschnitzten Stab aus Eschenholz. Das obere Ende des Stabs war gekrümmt wie die Kralle eines Adlers. Und in dieser Kralle lag ein Sonnensplitter. Ja, wir sind auf Indianer gestoßen. Juhu. Unsere Ziele. Verteidige dein Dorf gegen die Indianer aus dem Norden. Tausche mit dem Indianerstamm den Sonnensplitter, den sie die Träne Manitus nennen. Yay. Solange es nicht der Schuh des Manitou ist. Ja, er handelt den Sonnenstein. Gut. Wir haben also wieder viel zu tun. Wir haben diesmal 2 Kundschafter. Krummnasen, möge Manitou euch Frieden schenken. Mein Name ist Hinken, der Bärhäuptling der Krummnasen. Euer tapferer Krieger hat uns von eurer Ankunft berichtet. Auch erzählte er von einem goldenen Saft, den ihr Bier nennt. Er brennt in der Kehle und beschwört die Geister der Ahnen. Bringt hat sich dieser Bier in unser Dorf an den Ufern des Klitschnassees und die Träne Manitus, nach der ihr begehrt, soll euer sein. Ja, liefere 20 Biere. Okay. Gut, wir haben einen Verteidigungsturm, um uns gegen die Wikinger im Norden zu wehren. Wir haben 7 Männer, davon sind 2 Kundschafter, einer ist Holzfäller und die restlichen sind Bauarbeiter. 4 Bauarbeiter haben wir, okay.
Da wir schon mal einen Holzfäller haben, sollte der gleich mal hier in der Nähe sein Zelt aufschlagen. Dann machen wir auch gleich ein Jägerzelt, denn es gibt sehr viel Wild. Du gehst da oben erkunden. Und ja, wir müssen ein bisschen freie Fläche finden, wo wir. Oh, da kommt schon der erste Angriff des Gegners. Der geht aber zurück gegen unseren Verteidigungsturm. Der Angriff. So, du bist Holzfäller, also kriegst du auch gleich mal hier deinen Arbeitsplatz. So, Holzfällerzelt ist gebaut. Jäger und Holzfäller kriegen nachher ein geteiltes Wohnhaus. Wir gucken uns hier mit unseren beiden Kundschaftern noch ein bisschen mehr um, ehe wir einen zum Bauarbeiter machen, ihn wahrscheinlich. Und mit ihm dann einen Weg ins Dorf der Krummnasen suchen. Hey, wir haben den Bauarbeiterberuf erfunden. Und ja, irgendwann müssen die da fertig gebaut haben und... Das wird übrigens lustig, da wir Stein hier haben und Lehm da unten. Oh, ein Fernkämpfer. Gegnerischer. Lässt sich hier auch mal blicken. Du gehst essen. Ja, wir müssen wahrscheinlich die Fläche hier vor dem unserem Hauptgebäude dann nutzen fürs Farm anlegen. Also die Indianer sind schon mal nicht freundlich. Das sind übrigens die Dunkelwälder. Mein Volk befindet sich mit euch im Krieg. So, du wirst mal zum Jäger. Da du erwachsen bist, wirst du erstmal zum Bauarbeiter. Und dann errichten wir ein Fischerzelt hier oben. So, wir haben schon mal den Holzfäller erfunden. Und ja, wir müssen gucken, dass wir viel hier im Sand errichten oder etwas außerwärts. Wie sieht's eigentlich mit dem Zweifamilienhaus aus? Dafür brauchen wir einen Lebenssammler. Der kommt da ganz nah an die Lehmgrube hier ran. Hier wäre nochmal Stein, okay.
Und du wirst erstmal Bauarbeiter. Und ich muss mal hier ganz kurz pausieren und einen Cut machen. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir schon wieder. Hoffe ich jedenfalls mal. Also ja, wir haben ein Fischerzelt gebaut. Sehr gut. Wir haben auch jetzt schon einen Jägermeister. Jani, du wirst erstmal unser Fischer, damit wir Nahrung reinkriegen. Und du reparierst mal den Verteidigungsturm. Das Reparieren kostet zum Glück keine Rohstoffe. Und ja, theoretisch könnten wir mit einem Kundschafter uns noch mehr Platz verschaffen. Du wirst aber erstmal hier die Bärenbüsche abfuttern und dann schicken wir dich rüber zu den Indianern. Du bist zum Glück schon wieder hochgeheilt. Nahrung geht einigermaßen. So, wie sieht's aus? Bauarbeiter haben wir immer noch 4 Stück. Jetzt ist die Frage, was müssen wir nochmal tun, um aufs Dreifamilienhaus? Brauchen wir einen Werkzeugschreiner? Okay, das dürfen wir hinkriegen. Dann kommen Jäger und Holzfäller. Jäger, Holzfäller, Werkzeugschreiner, besser gesagt, in ein Haus. Der Werkzeugschreiner kann auch gleich hier hin. Das Gebäude ist zum Glück klein. Du solltest eigentlich da aufessen. Ja, ja, ein Berg. Und ja, ich sollte eigentlich oben rum um die Insel, weil da ist noch mehr Nahrung. So, unser Verteidigungsturm wird schön repariert. Wir kriegen auch hier schon Nahrung rein. Sehr gut. Ich bin gerade überlegen, ob ich unserem Nebenarbeiter dann nur ein Zelt, ein Wohnzelt zur Verfügung stelle. So, geschlafen hast du, dann isst noch mal was. Oder ob ich ihm dann in ein Dreifamilienhaus einquartiere, sobald wir es dann bauen können. Oder ob ich ihn dann halt wirklich hier mit ins Dreifamilienhaus einquartiere. So, der Verteidigungsturm ist repariert. Gut. Das heißt, der nächste Indianerangriff kann kommen. So, Werkzeugschreiner ist fertig. Wir haben Holz genug, das
hier mal neuen Werkzeuge hergestellt werden können. Oh, und du such dir meine Frau. Wenn du schon dabei bist.